Wir sind schon in Runde 2, ja, aber für mich ist es die erste, nachdem bei Rang ewig nichts gefunden wurde. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Runde 2 auf Konsulat, Geisel. Erste Runde schon verloren, ja, auf Rang. Wollte ich gerade eben wieder spielen, nach Flugzeug kam aber ewig nichts. Deswegen bin ich raus, hier rein, sofort was gefunden und auch wo reingeworfen worden zum Aushelfen. Aber hier, gut, gut. Sowieso, Doc ist nicht verkehrt, bloß Smoke, frage ich mich wieder, warum? Bei ihm finde ich nicht überzeugend. Aber da hat halt jeder so seine Ansichten. Ich bin noch am Laden. Ich habe die Ausrede, ich bin noch frisch dazu gekommen. Das könnten die vielleicht auch so sehen, weswegen die mich vielleicht nicht gleich rauswerfen. Einer nimmt eine Schrotflinte. Zweimal C4. Zweimal mobilen Schild. Und einmal Stacheldraht. Ich würde dann doch lieber mehr Stacheldraht mitnehmen, wobei... Ist auch wieder bloß und ganz, ganz schön eng hier. Persönliches Empfinden. Ich glaube, die geben sich nicht viel. Stacheldraht. Und mobile kleine Wand. Ey, es laggt gerade wieder. Oben sind zwei Luken, da will ich jetzt hin. Aber vorher nehme ich was mit, weil ich verstecke mich oben in der Eingangshalle beim Automaten. Den Störsender lasse ich... Schade, hätte ja klappen können. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Komm, dann mache ich dir halt wieder zu, ehe du mich umbringst. Man weiß ja nicht. Ich glaube, er fühlt sich bloß beleidigt, dass ich dann von ihm was weggemacht hätte. Hat jemand die gleiche Idee wie ich? Auf jeden Fall hier zumachen. Jupp. Aber ich bleib hier. Bei mir ist nämlich schon jemand. Ich höre jemanden. Da hinten. Ah. Kann man da noch was finden, ja. Aber noch nichts identifiziert. Komm noch rein. Glaubst nicht. Ah, zu früh geschossen. Verraten. Okay, Position ändern. Wenn ich darf. Am Ende kommt jetzt jemand durchs Treppenhaus. Oder auch da. Habe ich das nicht erwischt? Im letzten Moment, Sledge, womöglich doch, war ein Treffer gelandet. Ah, ich habe viel zu früh geschossen, vorhin. Dabei habe ich mich so gut im Gemüse getan, ich hätte aber auch hocken bleiben müssen. Haben die den selbst niedergeballert? Weil ich habe gerade gesehen, ich war da echt gut getarnt. Da ist so eine Kamera. Hier ist noch zu. Da ist schon was. Ah, hier ist eine Kamera über dem Automaten. Interessant. Er sieht sie womöglich gleich, weil sie blinkt auch. Er trifft nicht. Dann kommen sie da durch. Oder auch nicht. In der Garage ist Musik an. Ah, das ist unser Jäger. Da ist er schon wieder. Hallo Jäger. Aber ich gehe mal hier hin, um ihn... Oh, da salzt sich was ab, eine Spinne. Es ist Spider-Man. Er wird geblickt. Geblitzdingst. Was wird denn das? Die Kamera ist ja schon besetzt, sehe ich gerade. Clear. Dann gehe ich woanders hin. War da was rechts? Nee. Da ist eine Kamera. Hinter dem Empfang, genau. Ich will sie doch markieren. Oh. Hier wäre jetzt frei. Da ist wieder eine Kamera. Da ist jemand. Und da setze ich wieder was ab. Wie schnell. Und? Ah, nochmal erwischt. Immerhin. Dann wollt ihr vielleicht hier nochmal vorbei. Kamera ist ja besetzt. Ey, markier doch da hinten. Kameramann. Oder Frau, je nachdem, wer da gerade drin ist. Zwei gegen drei. Und einer ist fast tot, der Doc. Aber der kann sich ja... Genau, jetzt hat er sich mal aufgestellt. Aber ist wieder hinüber. Den haben sie noch angegiftet.
Dann bleibe ich jetzt hier, ja, deswegen. Ah, noch markiert. Wird ihm zwar wohl nicht viel bringen, aber schaden kann es nicht. Außer er lässt sich ablenken. Eliminierungsassistent bei Sledge, oder wie? War da hinten wieder was? Nee, ist bloß irgendwelcher Rauch da hinten. Alles kaputt. Die Außenkameras haben sie gelassen. Aber die Innenkameras sind sehr nutzlos, weil hier... Von uns geht schon einer, warum auch immer. Dauert einfach zu lange, obwohl es nur noch 20 Sekunden sind. Und ansonsten hätten wir noch Garage, da bleibe ich jetzt mal. 15 Sekunden. Aber wenn jetzt jemand in der Garage ist, wäre es zu spät für ihn. Ach, schade. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Genau, erstmal der Geisel ein mitgeben. Um es noch etwas spannender zu machen. Dann greifen wir an als Geisel und ich werde dich wählen. Die Termite. Was mir gerade wieder einfällt, ich habe immer noch die dicke Optik drauf und die kann ich ja hier nicht ändern. Das ist so doof. Hier zum Beispiel eine Möglichkeit, um sich auch noch Sachen zu kaufen. Oder generell, um die nochmal anzupassen, weil warum denn nicht? Gut, dafür gibt es die Vorbereitungsphase hier. Die Vorbereitungsphase. Aber warum nicht? Man wartet vielleicht eh noch auf jemanden, der besonders lange braucht, ausnahmsweise mal nicht ich. Und da könnte man die Zeit, ehe man irgendwas mit Holz-PC oder so schreibt, noch sinnvoll nutzen. Aber nein, Ubisoft meint nein. Unsere Ausrüstung, unsere Mannschaft finde ich jetzt auch nicht prickelnd. Schwarzbart ist super, Termit ist super, der Rest ist eher zum Vergessen. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ich bin bei der Garage. Wenn, dann sind sie hinten im Serverraum, wie wir gerade eben, aber sind sie auch. Jäger. Da durchfahren kann man nicht, schade. Dann vorsichtig schnell zur Geisel. Ich spreng dich an, du Hund. Schnell wegdüsen. Hier ist kein Loch mehr, noch nicht. Ach, schade. Aber das Wichtigste, wir wissen, wo es lang geht. Und wir haben Termit für die Luken oben. Aber hey, das macht's. Die Datei, kleiner, die ich am Ende hochladen werde, dieses Bild. Geisel in Sicht. Dann soll ich aber nicht so viel mit dem Mauszeiger rumhantieren, weil das ist ja Bewegung auf dem Bild. Man kann aber auch kleinlich sein. Da gehe ich jetzt nicht ran, zumal ich mich erstmal um die Kameras kümmere. Aber ich werde wohl bei der dicken Eingangshalle rein. Wobei, hier kann man auch mal kurz reingucken, die Kamera zerstören. So. Hat sich gedacht, Mann, der weiß genau, wo die Kamera ist. War direkt rein und sofort hoch. Hier könnte man drüber. Und was zerstören. Gehe ich erstmal zu meinen Kumpels. Mal schauen, wo die so sind. Wobei, eine Kamera wäre ja noch im Wendeltreppenhaus. Es wäre auch gar nicht mal so verkehrt, sich irgendwo links zu verstecken. Da. Ich glaube, ich mache für meine Leute mal auf. Zeit, eine neue Tür zu schaffen. Die Kamera habt ihr schon? Das ist doch die hier, ne? Wo würde die genau hängen? Weil das... Ist das noch ein Kamerarest? Das ist ein Schüssel und da ist noch so ein Rand, ich glaube ja. Hinten wäre noch ein Treppenhaus. Hier gab es keine Luke, ne? Ne. Wäre auch zu viel des Guten, weil hier gibt es ja schon drei. In unmittelbarer Nähe. Hier ist noch eine Kamera. Okay, nicht hier unmittelbar. Da kam jemand rum. Ah, sehe ich einen Laser.
Nicht mit dem Rücken durch. Auf meiner Seite? Nein. Nur noch ein Gegner übrig. Ein Gegner nur noch? Da ist der Spaß. Gehe ich mal von hinten ran in der Hoffnung, dass ich jetzt durchs Fenster schießen kann. Angriff von hinten. Ha! Die haben sich gegenseitig umgebracht und ich habe dann Feierabend gemacht. Von zwei Seiten umzingelt. Fein. Geht's also noch weiter? Matchball Runde 4. Wobei, soll ich vielleicht mal Castle nehmen? Die Schrotflinten wurden ja abgeschwächt. Das nimmt keiner Westenmann, von daher ganz klar Westenmann. Störsendemann ist da, Jäger auch, das ist super. Und der nicht so in meinen Augen wichtige ist der Rauchmann. Der Giftgasmann, besser gesagt. Das wäre ein Comeback-Sieg, wenn wir von 0 zu 2 auf 3 zu 2 hinausschießen, aber bis dahin ist es noch ein weites Stück. Einer von denen geht schon, warum auch immer. Hat wahrscheinlich... Er mag wahrscheinlich keine Kartoffeln. Was haben wir denn eigentlich so alles dabei? Ich habe Draht, Nitro und zwei Aufsteller. Dann kann sie ja losgehen. Und ein weiterer das Spiel verlassen. Dann sind es nur noch drei. Ja, dann könnten wir es durchaus noch gewinnen. Hängt das Spiel gerade deswegen, weil gerade jemand raus ist? Oder warum dürfen wir noch nicht loslegen, warten? Wie jetzt noch, dass bei denen einer reinkommt? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Habe ich selten so erlebt. Habe aber auch schon mal erlebt, dass ich hier bis zum Verrecken in diesem Bildschirm war. Ja, die Folge ist schon lange, lange her. Ich nutze mal die Gelegenheit, um mich zu erfrischen. Ein kühles Mineralwasser. Oben beim Getränkeautomaten gibt es ja nichts. Da bekomme ich ja nichts. Das weiß ich jetzt schon. Immerhin scheinen sie nicht ohne mich zu spielen, aber es schreibt doch keiner, was ist denn los? Deswegen würde ich ja doch annehmen, es geht schon los. Bloß ohne mich. Nee. Okay, jetzt hauen sie ab. Ah, es geht schon los. Hört ihr das im Hintergrund? Ist niemand da? Die spielen aber, bloß ich darf nicht mitspielen. Aber man hat schon gehört, dass jemand umgekommen ist. Mann, da komme ich in Runde 2 rein und darf dann die an sich Runde 4 nicht mitspielen. Aha, es ist ein Bug. Toll. Achso, ich will nicht laden. Gut. Hätte noch gedacht, da sind jetzt welche tot und die schreiben gerade. Aber dann hätten sie auch nicht auf meine ist noch jemand, ist da überhaupt jemand, auf diese Nachricht nicht so reagiert, wie sie hier reagieren. Okay, dann war das bloß das Geräusch, dass jemand das Spiel verlassen hat. Aber wie will man das Spiel verlassen, indem man einfach das Spiel beendet, weil... Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Ich bin's bestimmt wirklich. Wie will man das Spiel verlassen, außer das Spiel zu beenden? Das ist echt doof. Ubisoft, ein zweites Mal also. Dann ist das hier wohl der Ladebildschirm des Todes, weil der hört erst auf, wenn der letzte hier rausgeht und dann bekommt man das Ende nicht mehr mit. Dann waren aber noch ziemlich lange damals welche auf Grenze hier im Bildschirm.
Weil ich habe noch recht gegen Ende noch solche Töne gehört. Ich klicke gerade in die Ecken, warum auch immer. Mann, das ist echt beknackt. Also ich werde noch eine Minute warten, wenn sich da nichts tut, dann muss es hier ein zweites Mal so zu Ende gehen. Das fände ich auch beknackt. Spiel verlassen, einer von den Gegnern. Ich habe die Hoffnung, dass ich in den restlichen 50, jetzt 45 Sekunden der Letzte bin, der hier dabei ist und die Runde gewinnt. Ha, dann stünde es aber 2:2 und ich hätte noch nicht gewonnen. Es wäre blöd. Ach, Ubisoft, ihr Trottelköpfe. 30 Sekunden verbleiben noch. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es nicht mehr weitergeht. Schade. 0:2 und dann sind wir noch angekommen. Mann, schade, schade. Wie eigentlich bei jeder Runde. Würde ich mal in jeder Runde. Ist es wert, zu Ende gespielt zu werden. Egal wie blöd sie ist, denn manchmal kann auch was Lustiges passieren. Aber hier wird wohl nichts mehr passieren und deswegen sage ich einfach mal ganz traurig an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.